Mein Name ist Lars Elbracht, komme wie gesagt von der Firma August Berghaus. Und die perfekte Überleitung zu dem Herrn Immich, so gerade eben kommen wir jetzt halt auf die Innenverzahnung, von den Zahnrädern zur Innenverzahnung. Ich habe meine Präsentation in vier Punkte gegliedert. Ich will eine kurze Einleitung geben, die Firma ganz kurz vorstellen und auch unser Produkt. Zusätzlich auf einige Besonderheiten für Räumwerkzeuge eingehen. Dann möchte ich eine kurze Ausgangssituation skizzieren, die jetzt ein bisschen aus der Vergangenheit herrührt, wo wir eine positive Umstellung von einer Titannitritschicht auf eine Aluminium-Chrom-Nitrit-Schicht vollzogen haben. Diese Ergebnisse möchte ich ein wenig mit Ergebnissen meiner Masterarbeit verknüpfen, bei der ich mich ausführlich mit noch anderen Schichtsystemen beschäftigt habe. Und am Ende möchte ich das Ganze noch mal einmal ganz kurz in gewisser Weise in Zusammenhang bringen. Zunächst zur Firma. Die Firma August Berghaus wurde 1894 in Remscheid als Sägenfabrik gegründet. Bis 1935 haben wir das Portfolio auf Räumwerkzeuge erweitert. Und im letzten Jahr hatten wir rund 90 Mitarbeiter und einen Umsatz von 16 Millionen Euro. Zu Kunden unseres Unternehmens zählen bekannte Namen wie zum Beispiel Audi, Bosch, vor allem im Rundbereich. Dann Kunden wie MTU im Flugzeugturbinenbereich, die dann vor allem auch das Außenräumen benötigen, sowie VW und diverse andere. Ja, Räumen ist im Prinzip erstmal ein spanendes Fertigungsverfahren mit geometrisch bestimmter Schneide. Man unterscheidet zwischen Außen- und Innenräumen. Beim Innenräumen hat man Bauteile, die schon eine Bohrung durch Bohren oder Drehen halt vorgegeben haben, und das Ganze wird dann entsprechend durch Räumwerkzeuge erweitert. Teilweise mit Bearbeitung des Kopfkreises, teilweise wird nur ein Profil reingeräumt, also ein Evolventenprofil oder ein Kerbzahnprofil. Genau. Beim Außenräumen ist es etwas anders, da hat man meistens ein fest eingespanntes Werkstück und die Werkzeuge werden daran vorbeigeführt. Häufig hat man auch einen relativ großen Satz an Werkzeugen, weil die Profile relativ komplex sind und eine große Profiltiefe haben. Beim Innenräumen ist das Ganze so, dass man mit einem Werkzeug häufig das Bauteil schon fertig macht. Das ganze Räumen oder die Werkzeuge sind in Summe relativ teuer, deswegen eignet sich das Verfahren bei komplexen Geometrien, die auch in einer hohen Stückzahl hergestellt werden können. Zu den Werkstoffen von Räumwerkzeugen. Es werden eigentlich vorwiegend Schnellarbeitsstähle verwendet, davon die meisten auch auf pulvermetallurgische Weise hergestellt. Das hat den Vorteil, dass man den Karbidgehalt erhöhen kann und dabei gleichmäßig verteilen. Hier ist jetzt mal an einem Beispiel eines Kaltarbeitsstahls. Das ist kein klassischer Stahl für ein Räumwerkzeug, aber ich fand das Beispiel sehr gut. Mal dargestellt, links die schmelzmetallurgische Wanne mit diesen Variante mit diesen dicken, fetten Karbiden und rechts halt die Variante auf pulvermetallurgischer Basis, wo man sieht, dass die Karbide deutlich feiner verteilt sind. Das Ganze hat seinen Preis. Also wir haben heute Morgen ja schon kurz gehört, dass das Ganze aufwendig hergestellt wird mit einem Pulver, was zunächst erzeugt wird und dann durch heiß isostatisches Pressen kompaktiert und verdichtet wird. Dieser Faktor im Kostenfaktor liegt etwa rund über den Daumen bei Faktor 3. Macht sich aber dann in der Anwendung bezahlt. Die Wärmebehandlung bzw. das Ausdenitisieren erfolgt bei 1200 bis 1300 Grad. Danach hat man noch einen relativ hohen Restausdenitgehalt, deswegen muss bis zu dreimal angelassen werden, um diesen Restausdenitgehalt möglichst gering im Endeffekt zu gestalten. Verschleiß beim Räumen tritt in erster Linie im Bereich der Freiflächen und Kanten auf. Das ist jetzt mal ein Beispiel aus dem vorderen Bereich des Werkzeugs. Links ist die entsprechende Übersichtsaufnahme, rechts dann die vergrößerte Ansicht. Und man sieht hier, dass in erster Linie durch Furchen ein abrasiver Verschleiß entstanden ist. Teilweise sind noch Bestandteile der Titannitritschicht vorhanden. Im hinteren Teil des Werkzeugs ist der abrasive Anteil etwas geringer, kann man sagen.
Man sieht es durch das Licht leider nicht so wunderbar. Hier vorne ist aber der abrasive Verschleiß und dann hier hinter sieht man, dass das Bauteil noch über die Schicht drüber gegangen ist und das Ganze entsprechend geglättet hat. Nur, also es ist ja so, dass bei Räumwerkzeugen immer nur im Grunde auch der obere Teil eines Zahns schneidet. Man fängt klein an und wird dann entsprechend größer. Entsprechend ist dann halt auch hier im unteren Teil am Ende des Werkzeugs so gut wie keine Belastung mehr. Also der letzte Zahn an so einem Werkzeug räumt das Profil nicht fertig in diesem oder bei diesem Werkzeugtyp. Verschleißschutzschichten beim Räumen. Grundsätzlich sollen die Verschleiß minimieren, Reibeigenschaften verbessern und natürlich in Summe dann möglichst zu einer Standzeitverbesserung führen. Bei Räumwerkzeugen ist es aufgrund der komplexen Geometrien so, dass man Schichtsysteme wählen muss oder Beschichtungssysteme wählen muss, die eine relativ geringe Maßzunahme haben, um das Ganze halt prozesssicher im Grunde beim Schleifen schon einstellen zu können. Zusätzlich ist man mit der Anlasstemperatur von den Werkstoffen, die, wie ich eben sagte, bei 550 Grad liegen, da auch etwas eingeschränkt. Also man darf natürlich sicherlich auf keinen Fall die 550 Grad erreichen, aber man sollte sehen, dass man mal bei maximal 450 bis 500 Grad bleibt, um halt nicht das vorher aufwendig erarbeitete Gefüge wieder zu zerstören. Von ca. 2000 verschiedenen Werkzeugtypen ist es so, dass etwa 66% unbeschichtet eingesetzt werden tatsächlich. Davon entfällt ein sehr hoher Anteil auf Flachwerkzeuge. Gerade weil Flachwerkzeuge im Bereich der Luftfahrtindustrie eingesetzt werden, ist das Genehmigungsverfahren da sehr aufwendig und entsprechend sträuben sich da die Hersteller so ein bisschen was am Prozess zu ändern und entsprechend Beschichtungen zuzulassen. Deswegen im Bereich der Flachwerkzeuge rund 90% unbeschichtet eingesetzt werden. Bei Rundwerkzeugen ist es etwas anders. Da hält sich das etwa die Waage mit leichten Vorteilen zu beschichteten Werkzeugen. Wobei das natürlich jetzt auch nur eine Übersicht ist. Also wenn man bei uns durch die Fertigung geht, sieht man eindeutig mehr beschichtete Werkzeuge. Das ist jetzt einfach an die Summe der Artikel oder Produkte, die wir haben. Nicht alle werden natürlich noch bestellt, das kann man sicherlich sagen. Von den beschichteten Werkzeugen entfällt ein großer Teil, das ist sicherlich auch historisch bedingt, auf Titannitrit mit immer stärkerem Anteil zu Balinit Alcrona Pro oder beziehungsweise Aluminium-Chrom-Nitrit-Schichten. Und ja, bei den Flachwerkzeugen sieht man ja auch hier betragsmäßig, das war nicht gut, Entschuldigung, dass da der Anteil entsprechend gering ist. Kurz zur Ausgangssituation, wie ich vorhin schon kurz sagte, es ist ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo wir halt einen positiven Effekt durch einen Wechsel von Titannitrit auf Aluminiumchromnitrit vollzogen haben. Dabei ging es damals um ein Werkzeug mit Standarddimensionen für uns, also 800 mm lang, 31er Durchmesser und ein PM-Grundwerkstoff, der mit Titannitrit beschichtet wurde. Man sieht hier in der Gegenüberstellung, wie gesagt, leider ist auch die Bauteil oder die Anzahl der geräumten Bauteile ist hier nicht identisch, weil es halt ein in dem Sinne kein richtiger Versuch war, sondern jetzt mehr oder weniger auch so ein bisschen die Aufarbeitung ist, wie hat sich das überhaupt von Titannitrit zu Aluminiumchromnitrit entwickelt und warum könnte das, diese Schicht eindeutige Vorteile haben. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass in der Titannitritschicht hier über die komplette Zahnbreite, sowohl im vorderen Bereich als auch weiter hinten an den Zähnen, der komplette Bereich abrasiv verschlissen ist und hier eindeutig keine Titannitritschicht mehr zu erkennen ist, während das bei der Aluminiumchromnitritschicht nur einzelne Bereiche betrifft, hier im vorderen Teil, wo die Schicht abgetragen wurde und maximal in den Ecken sind leichtere Verfärbungen erkennbar, die darauf hindeuten könnten, dass auch da Verschleiß stattgefunden hat. Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich insgesamt 5 verschiedene Schichtsysteme untersucht. Da möchte ich jetzt vor allem hier auf unsere beiden Referenzsysteme Titannitrit und Aluminiumchromnitrit eingehen und weniger auf die neu dazugekommenen.
Wir haben Proben angefertigt, die wir entsprechend beschichtet haben mit den jeweiligen Schichten und dann hinsichtlich Schichtdicke, Struktur, Oberflächenrauigkeit und chemischen Komponenten untersucht haben. In den Ergebnissen möchte ich da jetzt einmal darstellen, was dabei rumgekommen ist. Zunächst die Schichtdicke wurde auf zwei verschiedene Arten untersucht. Einmal relativ gängiges Verfahren im Kalottenschliff. Das war oder weicht oder die Ergebnisse im Kalottenschliff weichen sehr stark ab von den Werten im Querschliff. Das könnte damit zu tun haben, dass ich die Probenoberfläche, die ist in dem Fall nicht poliert worden, sondern sie ist möglichst nah an der Oberflächenstruktur der Werkzeuge gehalten worden, sodass sich hier einige leichte Schwierigkeiten bei der Auswertung ergeben haben. Ich habe deshalb eigentlich vor allem auf die Werte aus der Querschliffmessung vertraut. Man kann hier in jedem Fall sehen, dass die Untersuchung der Titannitritschicht und der Aluminiumchromnitritschicht etwa um den Faktor 5 sich unterscheidet. Also Aluminiumchromnitrit liegt hier etwa bei 2,7 μ und Titannitrit etwa knapp über 0,5 μ. Die Schichtstruktur bzw. das Wachstum der Schicht habe ich mit Bruchproben untersucht, die ich selbst hergestellt habe. Dazu habe ich kleine Segmente rückwärtig geschlitzt und die dann gewaltsam getrennt und dann im Raster-Elektronenmikroskop untersucht. Hier ist einmal die Titannitritschicht dargestellt, links wieder das Übersichtsbild, rechts dann die entsprechende Vergrößerung. Und da konnte man feststellen, dass die Titannitritschicht starr ein faseriges Wachstum, auch kolumnares Wachstum aufgewiesen hat, wohingegen die Aluminiumchromnitritschicht diese Wachstumsrichtung nicht erkennen ließ. Also ein feinkristallines Wachstum konnte man hier feststellen. Die Oberfläche wurde ebenfalls analysiert. Da sieht man, dass bei der Titannitritschicht eine durchaus höhere Anzahl an Oberflächendefekten vorliegt. Hier in Form von solchen Droplets und teilweise die Pinholes, also Positionen, wo vorher im Grunde Droplets waren, die dann rausgefallen sind. Da ist man etwa bei der Titannitritschicht bei dem doppelten Anteil, prozentualen Anteil der Defekte als bei der Aluminiumchromnitritschicht. Dazu passen zumindest die Tendenzen der Oberflächenrauigkeitsanalyse. Hier wurde, also man sieht schon, dass der Fehler relativ groß ist, aber die Tendenz ist in jedem Fall erkennbar, dass das Titannitrit-Schichtsystem eine etwas höhere Oberflächenrauigkeit hat als das Aluminiumchromnitrit-System. Die chemische Analyse oder Zusammensetzung wurde mittels EDX analysiert und XRD. Das wurde einmal mittels verschiedenen Messpunkten innerhalb der Schicht gemacht und zusätzlich noch mit einem Line-Scan, der hier im Grundwerkstoff beginnt. Das sieht man auch schön bei der Intensität. Hier anfangs ist der Eisenanteil noch entsprechend hoch. Das ist genau dieser Bereich, fällt dann ab und zulasten eines Anstiegs von Aluminium, Chrom und Stickstoff. Die XRD-Analyse, da konnte ebenfalls das Aluminiumchromnitrit und das Titannitrit eindeutig identifiziert werden. Während man hier jetzt die Ergebnisse der EDX-Analyse sieht, wo das Titannitrit weitgehend stöchiometrisch vorliegt, also im fast perfekten Verhältnis Stickstoff zu Titan, hat die XRD-Analyse eher ein etwas unterstöchiometrisches Titannitrit gezeigt, also im Verhältnis 1 zu 0,8 circa. Beim Aluminiumchromnitrit ist es so, dass das Ganze als System 70% Aluminium, 30% Chrom und das Ganze dann stöchiometrisch verteilt zu Stickstoff vorliegt. Ja, Bewertung der Ergebnisse im Hinblick auf die Ausgangssituation. Wir haben besonders, wenn wir diese Feldversuche durchführen, sehen wir, dass besonders ein hoher Anteil des abrasiven Verschleiß im Bereich der vorderen Zähne stattfindet. Das liegt daran, dass dort auch die entsprechenden Räumkräfte höher sind.
nach hinten hin nimmt der Verschleiß meistens ab. Wir haben zusätzlich einen Anteil von adhäsivem Verschleiß und das ist ein bisschen eine Besonderheit. Also wir beschichten die Werkzeuge und die meisten Werkzeuge werden im Anschluss nochmal Spanwinkel geschliffen. Das heißt also am Spanwinkel ist dann tatsächlich gar keine Beschichtung mehr. Das ist, also aus meiner Sicht war das erstmal erstaunlich, dass man das so macht, weil man ja denken sollte, dass die Schicht möglichst geschlossen sein sollte. Hat aber häufig bei Kunden zu Problemen geführt, weil der Schneidkantenradius noch nicht so exakt ist. Und da ist man im Grunde auf dem, oder ist ein Ansatz, das jetzt halt in den Griff zu bekommen, dass man halt die Werkzeuge zumindest im Ersteinsatz voll beschichtet auch einsetzen kann. Über die Laufzeit eines Werkzeugs werden die wenigsten Kunden das machen, weil es entsprechend teuer wäre, dann das Werkzeug immer zu entschichten, zu schleifen, wieder neu zu beschichten. Der Einfluss der Schichtstruktur, man kann sagen, dass die Schichtdicke auf den abrasiven Verschleiß einen hohen Einfluss hat und mit steigender Schichtdicke die Standzeit entsprechend sich verlängert. Ein Einfluss der Oberflächendefekte konnte jetzt im Hinblick auch auf die anderen Schichtsysteme, die ich untersucht habe, nicht eins zu eins festgestellt werden. Man kann feststellen, dass die Aluminiumdotierung der Schichten zu einem insgesamt feineren Schichtwachstum führt, was die Schichthaftung begünstigt und generell zu einem feineren Gefüge der Schicht führt. Die Zusammensetzung, ich sagte vorhin kurz, dass das Titannitrit Tendenzen zu leicht unterstöchiometrischen Verhältnissen detektiert wurde. Das kann positiven Einfluss auf die Härte haben. Es wird in der Literatur angegeben, dass es ein Maximum gibt bei etwa 40% Stickstoff. Andersrum ist es so, wenn der Aluminiumanteil steigt bzw. auch abnimmt, dass sich die Härte dann entsprechend verringert. Also Aluminium dazu dotieren, sage ich mal, verringert den Gitterparameter und entsprechend sind die Bindungskräfte dann höher. Entsprechend steigt die Härte. Also die vermutliche Verschleißreihenfolge rein auf Werten der Härte für diese beiden Schichten. Das wurde ja im Vortrag zuvor auch schon gesagt. Titannitrit liegt da etwa so bei 2400, 2500 Härte-Vickers und Aluminiumchromnitrit sicherlich deutlich höher bei 3200. Dann von mir vorhin schon kurz angesprochen, der Einfluss der mechanischen Nachbearbeitung ist hier nochmal schematisch dargestellt. Das ist im Grunde der Spanwinkel, den wir tatsächlich nachschleifen und die Schicht dort abtragen. Das heißt, wenn dann der Kraftangriff durch das Bauteil kommt, dann ist der im Grunde tatsächlich komplett senkrecht zu der Schicht und das fördert natürlich auch eine Delamination der Schicht. Und ein Anhaften der Späne hier in diesem Bereich, wenn sie da runterrollen, durch den direkten Metall-Metall-Kontakt. Ja, das wäre im Grunde soweit mein Vortrag gewesen.